Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Dominik, es freut mich wahnsinnig, dass ich einmal hier ins Herrenhaus kommen darf. Ich bin bis jetzt immer nur daran vorbeigefahren. Und ich freue mich auch, dass ich zu diesem Thema reden darf. Ein Thema, das vielleicht das nächste Mal nicht gerade auf der Hand liegt. Warum sollte ein Präsident von einer Versicherung über Ernährung reden? Jetzt eigentlich ist die Geschichte so, dass ich ja einmal im Jahr mit dem Verwaltungsrat von der Helsana mache ich eine Verwaltungsratssitzung bei den Leuten, wenn man das so schön sagt. Und wir sind schon einmal zu Rost gegangen, wir sind einmal bei der FMH gesehen, wir sind auch schon einmal in einem grossen Universitätsspital gesehen und das Jahr sind wir bei der Nestlé gesehen. Und ich gefunden habe, es gibt eine gemeinsame Schnittstelle und normalerweise machen wir immer einen halben Tag, wo wir mit dem Exekutivmanagement vom Besuchenden zusammensitzen und dann tun wir in der Regel dann zu oben zu Nacht essen und am nächsten Tag brauchen wir ihre Sitzungszimmer für eine ordentliche Verwaltungsratssitzung. Und bis jetzt ist es also immer so gewesen, dass selbst die CEOs sind gekommen, also bei Roche ist der Severin Schwan gekommen, jetzt der Paul Bulke ist auch gekommen am Montag Nachmittag, einfach zum zeigen, ja, das ist eigentlich noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich habe dann auf diese Sitzung habe ich ein paar Gedanken mal zusammengestellt und versucht einfach jetzt von der Spitze her, und ich meine, meine Konzernleitung ist auch leicht manchmal überfordert gewesen, aber ich habe gesagt, schaut, Ernährung ist nicht das, was ihr eben darunter versteht, ist nicht Ernährungsberatung, sondern es ist eigentlich sehr viel mehr. Und was ich Ihnen möchte, ich möchte Sie jetzt auf eine kleine Reise nehmen, und zwar, warum sollte ein Krankenversicherer sich eigentlich um die Ernährung interessieren? Und ich möchte eigentlich anfangen mit ein paar persönlichen Erfahrungen. Das ist ein Spruch von Monsieur Suzuki, der gesagt hat, am Schluss, eigentlich bringen nur die Idee etwas, wo eigentlich ein Backing of Experience haben. Und Backing of Experience heisst, dass man eigentlich bei sich selber so darf, was ist, was kann man selber dazu berichten. Und ich möchte eigentlich einen Fall berichten, den ich am Rand in den letzten paar Jahren begleitet habe. Das ist ein Vater von einem guten Freund von mir, der eine Lebertransplantation bekommen hat. Und die Lebertransplantation aufgrund von einer Hepatitis C, einen unverschuldeten. Er war ein 70-jähriger Mann, hat also die Leberzirrhosen entwickelt, ist transplantiert worden. Und das Problem, das der Lebertransplantierte bekommt, ist, dass sehr oft es zu einer sogenannten Bauchwassersucht kommt. Im Fachjargon heisst das Aszites. Also der Bauch tut sich noch sehr, sehr aufbleien. Man hat also so einen richtigen grossen Bauch mit sehr viel Wasser drin, weil einfach die Leber das Wasser im Prinzip zurückstauen lässt. Jetzt hat man alles probiert bei diesem Patienten und man hat eigentlich gar nichts machen können. Und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht müssen wir mal überlegen, physikochemisch, wie kann man das Wasser irgendwo binden. Und dann ist mir noch so natürlich in den Sinn gekommen, aus der Chemie, Biochemie aus dem Studium, ja, Eiweiß, Heu. Eiweiß sind ja in der Lage, Wasser auch zu binden. Das wissen die Chemiker unter Ihnen vielleicht, haben wir einen Chemiker, wissen das. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt tun wir einmal probatorisch ganz hoch konzentrierte Eiweißlösung nehmen. Ich habe das ihm verschrieben, er hat das genommen und dann ist der Bauch, also dann innerhalb von wirklich wenigen Tagen ist der Bauch wirklich zurückgekommen und man hat nicht müssen den Bauch wieder entlasten mit Injektionen, respektive mit dem Einstechen. Und da habe ich eigentlich gesehen, dass da eigentlich so ein Ernährungsmittel wie das, da eben so ein Proteinzusatzmittel, doch auch eine therapeutische Konsequenz hat. Und man muss natürlich gerade bei so Patienten immer schauen, dass die Leber möglichst auch gut und lang weiterlebt, weil eine Lebertransplantation per se ja etwas sehr teures ist. Das ist also die erste Erfahrung. Die zweite Erfahrung ist eine Erfahrung, die ich als Forscher gemacht habe. Wir haben vor etlichen Jahren eine sogenannte Meta-Analyse gemacht. Eine Meta-Analyse ist im Prinzip, ich nenne es immer wie eine Bouillabaisse. Man tut im Prinzip die ganze Forschung zusammen in eine grosse Suppe rein und es gelten auch die Gesetze der Bouillabaisse. Sie wissen ja, ein falscher Fisch in der Bouillabaisse und die Suppe kippt. Das Gleiche ist bei der Meta-Analyse der Fall, wo man probiert, verschiedene Studien zusammenzufassen. Und wir haben den Auftrag gehabt, einmal zusammenzufassen, alle Studien, die damit zu tun haben, mit dem Ersatz von Glutamin, also einer Aminosäure, bei Patienten, die auf der Intensivstation liegen. Also, die Versuchsanlage oder die Frage war, sollte man Patienten, die auf der Intensivstation liegen, mit Glutamin anschoppen? Und in der Tat, wenn man das jetzt so die Studien anschaut, sieht man, es ist relativ konsistent. Also wir haben nicht extreme Ausreißer, aber insgesamt haben wir gesehen, dass die Mortalität mindestens 11% zurückgeht, dass die Infektionsrate 17% gesenkt werden kann und was des Krankenversicherers Herz begehrt
ist natürlich auch die Liegezeit geht auch runter. Und damit habe ich also auch realisiert, aha, da ist eigentlich ganz viel mehr dahinter, wenn es uns hier gelingt, im Prinzip auch so eine Nahrungsmittelergänzungs- oder Nahrungsergänzungsmittel oder eine Zusatzsupplementierung bei einem schwerkranken Patienten gut anzubringen. Die dritte Erfahrung ist tatsächlich jetzt etwas ganz, ganz Persönliches. Und diejenigen unter Ihnen, Peter, du weißt das vielleicht, ich weiß, vielleicht hast du es nicht gesehen, aber es ist mir gelungen, in den letzten paar Jahren ein paar Kilo abzunehmen. Und das ist nicht, weil ich eigentlich weniger esse, sondern weil ich das Richtige esse, respektive ich herausgefunden habe, was bei mir das Problem ist. Und wir haben festgestellt, also sogar meine Frau hat auch mitgemacht, dass es der Weizen ist. Wir haben also angefangen, wirklich auf den Weizen zu verzichten und einfach möglichst einfach keine Weizenprodukte zu nehmen. Normal im Prinzip der Schoki zu essen, Fett, alles, aber einfach den Weizen zu verzichten, weil der Weizen ist ein sehr hochgezüchtetes Getreideart, die heute auch bezüglich ihrer Chromosomenzahl nicht mehr das ist, was es früher war, beim Uremmer. Und wenn man das jetzt wirklich durchhält, dann muss ich sagen, habe ich können, ohne gross leiden, habe ich jetzt doch einige Kilo können von der Rippe bringen. Die nächste Geschichte, und das ist eine, die ich jetzt wirklich erst vor 2 Wochen aufgeleistet habe, das ist eine Erkenntnis, die als solches eigentlich mal sehr verbannt ist. Ich habe Mittagessen gehabt mit meinem Freund und der hat mir gesagt, du weißt, der ist so alt wie ich, der macht aber sehr viel Sport, der ist ein Marathonläufer und sagt, du weißt du, kürzlich beim Check-up hat mir der Arzt gesagt, ich habe Fettleber. Aber ich esse eigentlich gar nicht Fett und ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme, aber die Leberenzyme sind erhöht, also es sieht aus, wie wenn ich ein Alki wäre. Und dann hat er aber Recherchen gemacht, hat gesagt, aber weißt du, dann habe ich Recherchen gemacht, bin ins Internet gegangen, habe jetzt schauen, was so eine Fettleber eigentlich auslöst. Und dann hat er festgestellt, respektive es gibt Forschung mittlerweile, die zeigt, dass es Fruchtzucker, dass der Fruchtzucker genau die gleiche Lebertoxizität hat wie der Alkohol. Das ist einmal etwas, wo man überhaupt nicht so wird glauben, aber es ist tatsächlich so. Und vor ein paar Monaten ist auch eine sehr grosse Review dazu geschrieben worden und zeigt, dass also die Fettlebererkrankung mit dem Alkohol eine ähnliche ist wie die Fettlebererkrankung aufgrund von einem metabolischen Syndrom, das auch ausgelöst werden kann durch den Fruchtzucker. Und ich erinnere daran, für die Nicht-Chemiker unter Ihnen, der Fruchtzucker ist ja eigentlich die Hälfte vom Rohrzucker, also von der Saccharose, das, was wir normalerweise eigentlich zum Zuckern brauchen. Das wird ja gespalten normalerweise in den Fruchtzucker und in den Traubenzucker. Aber der Fruchtzuckeranteil ist also sehr hepatotoxisch und das wissen die wenigsten Leute. Mein Freund hat also verzichtet auf Fruchtzucker, hat geschaut, dass er nie einen Fruchtzucker nimmt. Und tatsächlich, die Leber ist ganz wieder normal zurückgekommen. Er hat mir gesagt, im Echo sei es normal und die Leberenzyme sind runtergegangen. Und ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Papers angefangen studieren und ich finde das also hoch, hoch spannend, weil die Doktrin heute ist, möglichst viel Früchte essen. Im Diabetiker sagt man heute noch, du sollst Fruchtzucker nehmen, man sollte mit Fruchtzucker backen und so weiter. Und das zeigt auch wiederum, dass die Erkenntnis, die wir heute haben, immer wieder eine andere ist, weil die Wissenschaft halt eben weitermacht. Und wenn die Wissenschaft weitergeht, müssen wir auch als Versicherer uns mit der Wissenschaft halten. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Strategie, die ich als, ich glaube, ich bin ja der erste Mediziner gesehen, der eine Krankenversicherung hat dürfen präsidieren. Und ich habe auch immer gesagt, ihr müsst euch an die Medizin halten, ihr müsst euch an das Gesundheitswesen halten und ihr müsst mit der Zeit mitgehen. Also wenn sich Sachen entwickeln, müssen wir als Versicherer mitziehen und nicht immer passiv, nur wenn dann die Doktor kommen und sagen, ja, wir sind Schaufsäckle, weil ihr das nicht zahlt. Das ist aber heute State of the Art. Wir müssen eigentlich vorausdenken und eigentlich sollten wir so weit vorausdenken, dass wir überlegen, was ist hinter der nächsten Kurve. Gut, also das ist, glaube ich, zu dem. Das heisst also am Schluss, wie muss der Weg eigentlich sein, um jetzt diese Sachverhalte umzusetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst einmal, dass man versteht, auf welchen verschiedenen Säulen das Gesundheitswesen steht. Und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu schaffen, aber im Wesentlichen sind die 3 Eckpunkte sehr wichtig. Leistung muss in Vordergrund gesetzt werden. Das heisst, wir müssen als Versicherer auch überlegen, welchen Stellenwert hat Ernährung insgesamt in unserem Leistungskatalog und wie tut das die Leistungen beeinflussen. Wir müssen wissen, wie können wir Gesundheitsversorgung radikal verändern durch neue Erkenntnisse. Das heisst, wir müssen auch die Frage stellen, wenn jetzt Ernährung ein wichtiger Grund oder Pfeiler wird sein, wie tun wir das umsetzen? Und last but not least, wie kann man auch Gesundheit im Sinne von der personalisierten Gesundheit, personalisierte Ernährung auch angehen. Und ich glaube natürlich, gerade das mit dem Weizen ist auch so eine Sache. Es gibt nämlich Leute, die aber auf das nicht ansprechen. Und Sie wissen ja alle, Diäten sind zum Teil sehr etwas Persönliches. Ich will nicht sagen, dass Atkins-Diät vielleicht besser ist als eine andere, aber jeder reagiert anders.
Und vielleicht habe ich eine genetische Disposition, die mir zeigt, dass bei mir ist es der Weizen. Und auf den zu verzichten, ist dann im Prinzip der Weg des, oder das Ziel. Okay, das heisst also für den Versicherer heute, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Versicherer sich heute überlegt, wie gehe ich in Zukunft? Und ich glaube, die Zeit, wo man ein Zahlmeister sieht, die ist vorbei. Definitiv vorbei. Also, dass man sagt, wir tun nur noch die Rechnungen verarbeiten und wir denken nicht mit. In Zukunft müssen wir sehr viel mehr mitdenken. Wir müssen uns überlegen, was ist auf der Mikroebene zu machen. Das heisst Versorgungsmanagement. Welche Rolle wird zum Beispiel der Ernährung im Versorgungsmanagement haben? Dann vor allem auch das Thema Systemfokus. Also ich sehe den Versicherer ganz klar als Systemplaner. Und auch als jemand, der Ergebnis zahlt. Also ich glaube, auch die Zeiten sind vorbei, wo man einfach die Augen zumacht und durchgeht und sagt, wir bezahlen alle Rechnungen, sondern wir müssen uns überlegen, wo soll man für was zahlen und vor allem für erfolgreiches Management sollte man zahlen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo sind die Anreize für Selbstmanagement. Das heisst jetzt auf der Patientenstufe müssen wir jetzt natürlich auch Arbeit leisten und sagen, ja gut, wie können wir jetzt den Kunden insgesamt mit einbeziehen? Und da möchte ich eigentlich das Bild hier zeigen, dass das nächste Mal nur über das Geld geht. Also ich glaube einfach, Finanzen sind der wesentliche Incentive oder Anreiztreiber im Gesundheitswesen. Wenn es nicht über das Portemonnaie geht, wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Und gerade die Leute, das haben Sie gesehen mit der Diskussion um das Präventivgesetz oder Präventionsgesetz. Prävention kann man noch viel reden darüber, aber am Schluss zählt das Portemonnaie und wie kann man die Leute dazu bewegen, jetzt auch da etwas zu machen. Das Zweite ist Coaching. Also Coaching heisst auch, man muss auch den Patienten heute begleiten. Meine Frage, die ich mir stelle, ist der Versicherer nicht zukünftig auch ein Coach? Und für die Helsana kann ich sagen, wir sind zunehmend, sind wir auch Coaches für unsere Klienten. Und last but not least, das Teuerste eigentlich vom Ganzen ist, dass wir sehr viele Leute haben, die noch nicht einmal wissen, wie man einen Packungsprospekt liest oder wie man eigentlich Gesundheitsinformationen versteht. Und die Zukunft muss zwingend, meine Damen und Herren, sein, dass wir den Leuten ein bisschen besser beibringen, wie man mit diesen Informationen umgeht. Jetzt als Krankenversicherer heisst das zum Beispiel jetzt, wenn man Gesundheit anschaut oder Ernährung anschaut oder die Verbindung zwischen Gesundheit und Ernährung, ist der Patient über die Krankenversicherung im Zentrum. Und wir müssen uns zum Beispiel Fragen stellen, sollen wir im Zusatzversicherungsgeschäft jetzt vermehrt auch solche Nahrungsergänzungsmittel zahlen? Was für Geräte, Devices brauchen wir? Müssen wir neue Messgeräte haben? Müssen wir zum Beispiel neue Kriterien haben für die künstliche Ernährung auf der Intensivstation? Ich durfte im letzten halben Jahr einmal ein halbes Jahr in der Klinik Hirslanden arbeiten als Arzt und habe gesehen auf der Intensivstation, wie wirklich, respektive also überhaupt in einem Spital, was für einen geringen Stellenwert die künstliche Ernährung hat und wie schwierig man sich tut, auch dass Krankenversicherer die künstliche Ernährung bei den stationären Patienten übernimmt, aber auch die dann nachher heimgehen. Und das führt natürlich auch in die künstliche Ernährung rein, die dann auch enteral ist, also die man auch schluckt. Also die zusätzliche, man sagt auch Astronautenkost, dass die Leute eben aufgebaut sind nach der Operation, dass sie wieder können zum Beispiel dann weitergehen. Dann haben wir die Ernährungsberatung. Dominik, ich kann sie nicht wegdiskutieren, die gibt es halt noch mal. Und wir bilden ja auch sehr viele Leute aus, die in der Ernährungsberatung sind. Die braucht es halt, aber die müssen auch ihren Stellenwert finden. Und dann muss man sich eben auch überlegen, zum Beispiel ob gewisse Vitamine, zum Beispiel wie ein Vitamin D, heute eigentlich fast sogar einen therapeutischen Effekt hat. Also fast mehr ist als nur ein einfaches Vitamin D. Jetzt Krankheit und Gesundheit, das heisst also für uns, wir müssen uns überlegen, welchen Weg können wir gehen bezüglich der Versicherung und wie können wir die Brücke bilden zwischen Versicherung und Kunden. Das geht natürlich, wenn man die Ernährung nimmt, über die Rückerstattung. Der Patient ist dann erst interessiert, wenn die Krankenversicherung etwas zahlt. Die Brücke müssen wir bilden. Eine weitere Brücke müssen wir bilden, wenn es um die Frage geht, wie kommt der Leistungserbringer mit der Krankenversicherung zusammen. Also Ärzte, Spitäler und Krankenversicherer, das läuft natürlich am besten über die Kontrahierung. Und dann zeige ich Ihnen, wie man das könnte ausgestaffieren. Und das Dritte wäre eben das Coaching. Können wir als Leistungserbringer, respektive können wir auch als Gesundheitskrankenversicherer, können wir da auch eine gewisse Brücke bilden zwischen Leistungserbringer und Patient über das Coaching? Oder sollten wir sogar das Coaching in irgendeiner Art und Weise institutionalisieren? Jetzt fangen wir mal vielleicht mit dem ersten an, mit der Rückerstattung. Und das ist ein ganz interessantes Gebiet, weil Rückerstattung im sozialen Krankenversicherungswesen basiert auf dem sogenannten Label. Label ist das, also da heisst es Behauptung, das ist eine schlechte Übersetzung, aber Behauptung ist eigentlich der Claim oder der Label, wo man sagt,
Ich behaupte, dass das Medikament das macht. Ich behaupte, dass das Nahrungsergänzungsmittel das bewirkt. Und diese Behauptung muss letzten Endes, also einerseits muss das in die Kennzeichnung, Lebensmittelrecht oder auch Heilmittelrecht, muss es abgebildet sein. Ich muss es auch kennzeichnen, aber die Behauptung muss auch wissenschaftlich untermauert werden. Und jetzt kommen wir in einen Bereich rein, wo plötzlich, das habe ich gemerkt bei den Nestle, wo sie dann sehr hellhörig geworden sind. Wenn ich natürlich dann sage, als sozialer Krankenversicherer muss ich mich daran halten, was der Regulator zulässt. Wenn ein Regulator etwas zulässt, dann kann er es zulassen im Sinne von Nahrungsergänzungsmittel, das tun wir einfach auf dem Markt. Oder man lässt etwas zu, das einen Claim hat, also sprich eine Behauptung. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich das Beispiel verwendet, weil das ist ein wunderbares Schweizer Beispiel. Sie kennen vielleicht alle die Bemühungen von der Industrie, gewisse Behauptungen in die Welt zu setzen und sagen, ja, wir haben klinisch getestet, unser Medikament oder unser Müsli senkt den Cholesterinspiegel. Jetzt interessanterweise gibt es in der Schweiz eine Firma, unter anderem, die aber jetzt bereits schon bei der Migros unter Vertrag ist, die haben so ein Müsli produziert aus Oat, also Oat, was ist Hafer. Eine Art Hafermüsli. Und die haben etwas gemacht, wo Grosskonzerne bis jetzt einfach wirklich fast nicht geschafft haben. Selbst eine in Luzern beheimatete Milchproduktionsfirma hat es nicht geschafft, mit ihrem Joghurt oder mit ihrem Drink so weit zu kommen, wie die das geschafft haben. Die sind bis nach Parma gegangen. In Parma ist die europäische Zulassungsbehörde für Food. Also wir können sagen, also die Food, also die EMA in London macht ja eigentlich nur die Medikamente. Und in den USA ist die FDA Food und Drug. In Europa ist das Trend, Food ist in Parma. Und in Parma sind sie durch den ganzen Schlauch durchgegangen, von der regulatorischen Zulassung, um den Claim zu bekommen, senkt den Cholesterinspiegel. Und die kleine Firma in Zug hat es geschafft. Die haben im Prinzip mit dem Beta-Glucan, das ist der Wirkstoff aus dem Hafer, die haben da können registrieren lassen und haben jetzt einen Claim. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was heisst das konkret jetzt für den Versicherer? Jetzt ist da ein Müsli draussen, wo von den Regulatoren als wirklich belegt ist, dass der Cholesterinspiegel runtergeht. Heisst das jetzt, dass wir das müssten zahlen? Naja, jetzt stellen sich plötzlich die Fragen. Hä? Wird das Nahrungsmittel plötzlich zum Nutraceutical? Und da, glaube ich, sind verschiedene Hersteller heute auf dem Weg, diesen Weg zu beschreiten. Die zweite Möglichkeit, die ich Ihnen gezeigt habe, ist die Brücke über die Kontrahierung. Auch hier, meine Damen und Herren, als Versicherer bin ich ganz wesentlich interessiert, dass ich nur mit den Besten kontrahiere. Ich habe nicht Lust, mit irgendwelchen schlechten Spitälern zu kontrahieren, sondern ich möchte mit den Besten kontrahieren. Und da kommt natürlich die Ernährung absolut auch ins Benchmarking rein. Ich möchte Spitäler finanzieren und ich möchte dort gute Partner haben, wo wir keine unterernährten Patienten haben. Der Reinhard im Oberdorf ist ein sehr bekannter Forscher, der in Winterthur arbeitet und das einmal studiert hat. Und er hat unter anderem mal gezeigt, dass einer von fünf Patienten ist wirklich ernsthaft in den Schweizer Spitälern unterernährt, wenn man das wirklich so anschaut. Und insgesamt also fast 70% der Patienten wirklich im Prinzip auch eine Indikation hätten, Nahrungstherapie zu bekommen, und die bekommen es nicht. Das heisst also, in der stationären Welt haben wir da ein Problem, und darum muss ich als Versicherer mich auch darum bemühen, als eine von den Kriterien im Benchmark auch den Ernährungszustand und das Ernährungsmanagement von diesen Kliniken anzuschauen. Dann der dritte Punkt, den ich zeige, jetzt sind wir bei dem Dreieck am unteren Teil, das ist der Bereich beim Coaching. Und auch da glaube ich, dass die Strategie von einem Konzern, wie wir das jetzt haben, wenn wir im Prinzip letztendlich dem Patienten helfen, über den Mehrwertansatz, über Prävention und Lebensstilberatung, Orientierung und so weiter zeigen, wo geht man hin, wenn man zum Beispiel so ein Problem hat und wie tut man sich durch den Dschungel durchbringen. Das ist einfach im Prinzip noch der dritte Schritt, den wir auch noch erfüllen müssen, um das eigentlich zu lösen. Was für den Versicherer natürlich ganz entscheidend ist, ist sein Customer Lifetime Value. Und das wissen Sie, das Versicherungsprinzip ist ja einerseits ein Umlageprinzip, dass ich sage, die Solidargemeinschaft lagert um. Aber insgesamt als Versicherer, vor allem im Privatversicherungsbereich, im VVG, bin ich interessiert, was kostet der Patient in 5 bis 10 Jahren. Werde ich an den Patienten am Schluss drauflegen oder werde ich etwas bekommen? Was bestimmt seine zukünftigen Kosten? Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, ja,
vielleicht spielt Ernährung eine Rolle. Dann haben sie mich zuerst einmal alle angeschaut von der Konzerne. Ich denke, ja, also jetzt spinnt er völlig. Also wie kann die Ernährung jetzt voraussagen, ob einer jetzt tatsächlich wirklich ein sehr teurer Patient wird? Und tatsächlich ist es so, dass wenn man das jetzt einmal anschaut, muss man das probieren abbilden. Und ich habe das mal gemacht und bin mal in die Wissenschaft eingestiegen. Und tatsächlich gibt es heute eine extrem grosse Körper von Daten, die zeigen, im Sinn von, zeige mir, was du oder deine Eltern gegessen habt. Und ich zeige dir, wie die Zukunft ausschaut. Und das ist das wunderbare Gebiet, wir bezeichnen das heute als Epigenetik. Das heisst also, dass wir aufgrund von unserer Väter- und Vätersväter-Erfahrungen Informationen haben, die in unser Erbgut geschrieben worden ist, wo vor allem der Ernährungszustand von unseren Vätern und Großväter oder auch Großmütter eben abbildet. So wie bei den Jahresringen. Und das ist ein Bild, das, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht erkennen, das ist ein Bild aus dem aus 1944, das ist der sogenannte Hungerswinter in Holland. 1944, Ende, also towards the end of the Second World War, haben wir eine sehr große Hungersnot gehabt, vor allem in Holland, aber auch in anderen Ländern. Und das, was hier passiert ist, das können Sie heute nachweisen bei den Kindern, bei den Kindeskindern, bei den Grosskindern, von den Leuten, die durch den Hungerswinter durchgegangen sind. Das wird reingeschrieben wie bei den Baumringen. Und jetzt ist natürlich die andere Frage, ja, gibt es noch andere Parameter? Ich meine, das eine ist schön zu wissen, okay, ich habe einen Großvater, der durch eine Hungersnot durch ist. Ja, das ist vielleicht nice to know, aber was heisst das für die Zukunft? Da gibt es genauso interessante Daten, die zeigen, ja halt, vielleicht gibt es ganz frühe Faktoren, die eine gewisse Rolle spielen, wie zum Beispiel beim Kind oder in der Schwangerschaft, die eben bestimmen, ob jemand später dick und fett und Hochdruck hat. Und wenn man jetzt hier schaut, das ist eine Grafik, die zeigt die verschiedenen Risikofaktoren. Und zwar, die wichtigsten sind, habe ich während der Schwangerschaft geraucht? Also hat die Frau geraucht während der Schwangerschaft? Ist das Geburtsgewicht sehr stark zugenommen? Hat man gestillt? Genau. Und hat man eigentlich mehr als 12 Stunden Schlaf bekommen, bereits in der Jugend? Und wenn man jetzt das einmal so anschaut und sagt, wo haben wir die meisten Risikofaktoren, dann sieht man tatsächlich, dass diese Risikofaktoren sehr signifikant indikativ sind, ob jemand nachher fett wird. Das heisst also, das ist jetzt nur eine Studie, die zeigt, schon sehr früh werden die Weichen gestellt im Stoffwechsel, ob jemand später eben zu den eher Obesen gehört und dementsprechend hohe Risiken hat oder nicht. Und darum glaube ich, als Versicherer, wo ja auch manchmal muss Langzeit überlegen, gerade bei einem VVG-Geschäft, muss ich so Sachen vielleicht auch berücksichtigen in meiner kalkulatorischen Prämienberechnung, also Prämienberechnung oder auch im Underwriting. Okay, und jetzt kommt natürlich der ganze Bereich vom Präventionstalibanismus, bin ich jetzt so böse und sage das so, aber ganz klar, ich meine, letzten Endes ist jetzt die große Schnittstelle, wo findet jetzt Prävention statt im KVG? Und da ist natürlich ganz schwierig. Im KVG ist das natürlich eine limitierte Massnahme. Wir können nicht alles zahlen. Prävention ist eigentlich nicht im KVG verankert, weil das KVG eben wie Handschellen einem sehr eng bindet. Wobei auch da muss ich sagen, das Problem am KVG ist, und vielleicht ist das die nächste Initiative, die wir starten, ist, das KVG hat natürlich eine miserable Definition von Krankheit. Krankheit in der Schweiz ist alles, was nicht Mutterschaft ist, Invalidität ist, Unfall, Invalidität und Mutterschaft. Oder? Die Faktoren spielen eine Rolle. Und wenn ich nicht einen Unfall habe, dann kann ich einfach als Negativdefinition sagen, dann ist es Krankheit. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Krankheit, Gesundheit ist heute das Kontinuum. Aber 1911, als man das Gesetz gegründet hat und auch in der Revision, geht man von dieser Dichotomie aus und die stimmt heute dann einfach nicht mehr. In der Welt von der molekularen Medizin stimmt die nicht mehr. Das gibt es nicht. Es ist heute ein Kontinuum. Und da müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir jetzt vorwärts gehen. Und da haben wir einfach im VVG natürlich viel größeren Freiheitsgrad. Und ich glaube, für uns als Krankenversicherer ist die Ernährung etwas, was wir im VVG im Moment sehr viel näher anschauen, weil wir dort können wir auch viel mehr bewegen als im KVG oder in der obligatorischen Krankenpflege. Okay, und wir tun das natürlich umsetzen. Wir machen Prävention über unsere Helsana-Trails und Lauf-Events. Und in der Regel sponsern wir nur Events, die mit Bewegung zu tun haben. Das macht das Leben auch manchmal einfacher. Denn wenn wir als Versicherer eben beim Benchmarking schauen, dass wir beim Benchmarken von verschiedenen Spitälern oder Gesundheitssystemen das richtige Instrument verwenden,
Das ist ein interessantes Instrument, das den Gesundheitszustand der Patienten messen. Bei Eintritt im Spital, sogenannte Mini Nutritional Assessment. Ich bin der Meinung, wir als Versicherer müssen schauen, dass auch solche Erhebungen gemacht werden, um am Schluss auch bestmöglichst zu benchmarken. Das heisst also, für eine aktive Versicherung, also für das Umsetzen, müssen wir zur aktiven Versicherung werden. Und eine aktive Versicherung ist eben eine, die im Prinzip partnerschaftlich mit den Kunden probiert, das Bestmögliche im Gesundheitswesen rauszukommen und probiert, auf Prävention zu fokussieren, auch wenn der Gesetzgeber uns das nicht unbedingt erlaubt, Prävention zu zahlen. Und jetzt noch ein paar Gedanken für die Zukunft. Ich meine, Themen, die mich natürlich bewegen, ist eben, ist Ernährung auch ein Medikament? Also die Bewegung, die man heute sieht bei einer Nestlé, die zunehmend jetzt in diesen Bereich einsteigt, das ist eine ganz vernünftige Bewegung. Weil die Trennung zwischen Ernährung und Medikament ist vielleicht nicht mehr so gross, wie wir es vielleicht denken. Dann die Frage nach dem Lebensstil. Können wir mit Hilfe von Nutraceuticals den Lebensstil besser beeinflussen? Smart Prevention ist ein Thema. Und dann vor allem Genetik. Also, dass man zukünftig auch im Bereich von der Ernährungsberatung auch vielleicht Genetik berücksichtigt. Dass nicht jeden auf jede Diät genauso anspricht. Wie können wir die Mangelernährung vorbeugen, zum Beispiel in den Spitälern? Und was können wir machen, um die Ernährungswissenschaftler oder respektive die Ernährungsindustrie mit der Versicherung zusammenzubringen? Kommen wir zum Courbet mit der Frage, was mich um den Schlaf bringt. Ich glaube, es sind 5 Themen, die mich im Moment beschäftigen, wo mich wirklich auch vielleicht als Wissenschaftler für die Ernährung, wo man sich mit beschäftigt. Das eine ist vor allem die Mikroben im Darm. Man weiß heute, dass der Darm eine viel größere Rolle spielt, als man das in der Vergangenheit angenommen hat. Die Zusammensetzung der Mikroben im Darm bestimmt sehr wohl, wie auch unser Gehirn funktioniert und auch das Immunsystem funktioniert. Dann glaube ich, die Zukunft der Medizin ist molekular. Die ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit, einfach phänotypisch. Jemand hat rote Haare, jemand hat grüne Haare, sondern es ist vor allem die genetische Make-up, die eine Rolle spielt. Das dritte Element sind Social Media. Also auch Ernährung hat mit Social Media zu tun. Wir wissen heute, dass Leute, die unter anderem auch sozial, wenn dicke unter sich sind, dann haben sie immer eine ganz schlechte Situation. Und sehr oft haben sie obese Kinder, vor allem bei Jugendlichen, die sind zusammen in Gruppen und das ist eine schlechte Voraussetzung. Also auch da ist die Frage, ob Social Media helfen kann, die Bande oder respektive die Grenzen aufzubringen. Dann glaube ich auch, und das ist ein ganz interessanter Artikel, der jetzt im April im New England Journal gekommen ist, das ist unsere Wissenschaftsbibel, wo man mal gezeigt hat, ja, Nahrungsergänzungsmittel sind auch noch gefährlich. Und in diesem Editorial ist wunderschön gezeigt worden, dass man heute auch mit Nahrungsergänzungsmitteln sehr sorgfältig umgehen muss, dass die auch toxisch sein können. Und am Schluss glaube ich auch bei den Daten, wir müssen heute auch wettbewerbsfähig sein, indem wir mit unseren vorhandenen Daten versuchen auch, die bestmögliche Lösung zu finden, auch für die Kunden, für die Gesellschaft als solches, für die Leistungserbringung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Regulatoren fragen ja immer mehr nach nochmal einen Fragebogen, dort nochmal einen Fragebogen, das müssen wir erheben. Compliance Officers sind ja heute nichts anderes als aus, auf möglichst hier noch etwas herauszufinden. Ich glaube, wir haben genug Daten, wir tun sie nur noch nicht gescheit analysieren. Und ich glaube, sicher muss auch Daten gescheit analysieren. Und so schaffen wir es, dass wir eben in Champions League können spielen. Ich glaube, ganz klar, wenn wir uns an die neuen Spielregeln halten, die der Gesundheitsmarkt uns vorgibt, dann können wir dort mitspielen. Aber wie gesagt, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir die Trends im Gesundheitsmarkt erfassen. Wir dürfen nicht einfach darüber lachen und sagen, Ernährung ist nur ein Side-Thema, sondern ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Dass man eben wirklich seriös die Mangelernährung in der Schweizer Bevölkerung, vor allem im stationären Bereich und bei den alten Patienten, berücksichtigen, dass wir die Gesundheitskompetenz vor allem in der Zusatzversicherung probieren zu stärken, also eine starke Willensbildung und Information von den Kunden verbessern. Dann muss man die Compliance verbessern, wobei ich denke jetzt nicht an die juristische Compliance, sondern die Compliance von den Patienten selber, dass man das auch in die Gesundheitsförderung einbettet. Und dann ist natürlich die Frage, oder, wie kann man das als Zusatznutzen in das Versicherungsgeschäft einbauen. Also ist es eine strategische Notwendigkeit, das möchte ich jetzt überspringen und möchte eigentlich jetzt zum Schluss kommen und sagen, das ist also ein bisschen das, was mich beschäftigt, warum ich Ernährung auch als Krankenversicherung sehr wichtig finde und eben Ernährung in dem Sinn mehr ist als nur
die simple Ernährungsberatung, sondern dass das wirklich wahrscheinlich der Beginn ist eines großen Abenteuers, was Sie alle und mich wahrscheinlich sehr viel mehr noch wird beschäftigen in den nächsten paar Jahren. In dem Sinn möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Besuch hier. Danke für die Einladung, dass ich einmal nach Grafenort kommen durfte. Und in dem Sinn, glaube ich, Dominik, dürfen wir jetzt auch die Diskussion eröffnen. Thomas, ganz herzlichen Dank. Super spannend, einmal mehr, wenn ich dich höre. Nein, ich denke, es sind Ansätze gekommen, wo man auch eigentlich die meisten oder alle keine Ahnung haben oder vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber mir ist ein paar Mal so gegangen. Ich muss jetzt mir auch überlegen, ob ich noch so viel Beeren und Früchte in so einem Alltag oder ob ich gescheitert als in flüssiger Form nehme, wenn schon, dann kann ich es konzentrieren. Ja, du weißt schon, was meine Frau gesagt hat. Ich meine, meine Frau ist eine der wenigen Leute, die noch nie in ihrem Leben Früchte gegessen hat. Also, wenn jemand... ein Täfeli, also wahrscheinlich sagen die Zeltli, ja. Im Kino, eine Reihe hinten dran ist, dann geht sie raus. Also dann ist der Film abgebrochen. Dann ja, sie... ja, ja, ja. Also, und Früchte, also Früchte ist ganz etwas Grauenhaftes. Und jetzt, als ich die Studie zeigte, hat sie gesagt, siehst du, ich habe immer gesagt, dass Früchte sind toxisch. Okay, das hätte ich aber nicht ich selber. Ich wollte nicht vorgeben, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, Bemerkungen oder vor allem Fragen im Jahr, wo die Schreiber hat es gegeben. Ich habe eine Frage wegen Cholesterinwert und dann nehme ich die Diskussionen. Ja, zwei Jahre, wenn die Grenzwerte irgendwie wieder reagieren, nach einem Jahr oder Jahren und das Wechsel in der guten Cholesterinwert. Was meinen Sie zu diesem Thema? Das ist mir Sinn gemacht, wenn man das nicht bloß sagen kann. Und sollte alle zwei denken. Das ist eine Milliardenfrage, die man hier beantworten. Warum eine Milliardenfrage? Weil mit Veränderung des Grenzwerts steigt der Ertragswert der Firmen, die Cholesterin senken, die Tabletten verkaufen, natürlich mal rasant. Es ist tatsächlich so, wenn man die Wissenschaft wirklich anschaut, scheint es so zu sein, dass das Cholesterin durchaus noch die Grenzwerte kann gesenkt werden, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Weil dann sieht man etwas, dass es dann auch wieder raufgeht. Man sieht, dass wenn man zu sehr das Cholesterin senkt, dass dann tatsächlich das Risiko wieder raufsteigt. Mhm. Und ich glaube, die neue Denkart ist zum Überlegen, wo finden wir jetzt die Talsohlen in einer bestimmten Bevölkerung. Das grosse Problem von meisten von diesen Studien ist, dass sie eben nicht Genetik berücksichtigen, sondern sie nehmen nur die Leute, man misst nur das Cholesterin, aber man schaut nicht, ob noch genetisch andere Faktoren eine Rolle spielen. Darum behaupte ich einfach, man darf nicht nur allein das Cholesterin anschauen, sondern Cholesterin ist ein Element von vielem. Aber ich würde jetzt wirklich behaupten, die Wissenschaft zeigt, es ist besser, eher ein niedriges Cholesterin zu haben, als ein zu hohes. Ich glaube, das ist jetzt heute wirklich, das ist da. Okay, besten Dank. Robi. Ja, hallo. In Zusammenhang mit so Nachrichten sind und Amerikaner, also Hauptsächlich und Engländer, die jetzt auch in Deutschland und Schweiz können auch langsam die Gegend, oder dass die mit ihnen mitblicken werden. Wie können Sie, wenn die Krankenkasse einen Einfluss nehmen, mit der Gestaltung von der Preisgestaltung zum Beispiel, mit der Krankenkasse und so weiter, wie können die einen Vergleich aufsetzen? Die Funktion vom Gewicht erhöht. Ja, ja. Ja, ja, das ist... Amerika sehen, oder dass die einfach nur Zeitung mit dem Auto holen oder mit 50 Meter vom Haus weg ist und so weiter, aber die werden einfach immer dicker und kommen wieder mal mit dem Auto aus. Also... Ich meine, ja genau, man könnte jetzt wirklich stundenlang oder tagelang oder wochenlang jetzt über das Thema reden. Und die Frage, ich meine, aus Assekuranzsicht stellt sich natürlich die Frage, gibt es eine risikoadaptierte Prämie? Oder umgekehrt formuliert die Idee von der Ruth Humbel, ich muss doch die Leute bestrafen, die einfach dick sind, oder? Also die Strafsteuer für die Dicken. Und man kommt halt einfach in Teufelsküche, wenn man die Sachen überlegt. Also die Amerikaner haben auch schon überlegt, ob man eine sogenannte, wie heißt es, die Sugar Pops, Besteuerung gemacht, also die zuckerhaltige Getränke zusätzlich mit einer Mehrwertsteuer belegt oder sonst etwas belegt, also über indirekte Massnahmen. Aber dann tut man halt alle die Leute bestrafen, die halt auch die Sachen können trinken und sie werden nicht fett. Weil es gibt halt auch genetisch die Leute, die können essen und trinken, was sie wollen und sie werden nicht fett. Und darum ist das vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Massnahme. Aber
es müsste schon dahingehend mal geprüft werden, ob man wenigstens Incentives schaffen kann. Nicht bestrafen, wenn man zu dick ist, ja, sondern incentivieren, wenn es einem gelingt, arbeiten zu gehen. Aber in der Schweiz ist so etwas nur über das VVG machbar. In der OKP können Sie so etwas sozialpolitisch gar nicht umsetzen. Da werden Sie also gerade gelünkt von der Linken. Aber im VVG ja, das geht. Könnte man sich überlegen. Okay. Über alternative Versicherungsmodelle. Carla, Carola. Ich habe meine Frage noch zum Fruchtzucker. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber wenn der Fruchtzucker tatsächlich so negativ ist, würde das ja theoretisch bedeuten, dass man kein Obst mehr essen sollte. Also the good news ist, es gibt, wenn man die Frucht insgesamt anschaut, ist der Fruchtzuckeranteil von der Frucht trotz allem nicht so gefährlich wie der Fruchtzuckeranteil vom richtigen Zucker, den man zu sich nimmt. Also der nicht raffinierte normale Rohrzucker ist quantitativ natürlich sehr viel höher, als was man aus der Frucht, aus dem Fruchtzucker rauskriegen. Weil ich meine, das ist einfach, es ist eine Frage vom Volumen, oder? Früchte haben ja, das meiste ist ja Wasser und Fibers. Also, was haben wir? Fasern. Darum glaube ich, wird das wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass man sagt, man muss ganz auf die Früchte. Es kommt ja auch immer auf die Menge drauf an. Das ist wie beim Alkohol. Aber interessant ist wirklich, dass die Fruchtzuckertoxizität eine ähnliche ist wie die Alkoholtoxizität auf der Leber. Wenn die. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber liegt auf der Hand. Ja? Nein, wenn sie im Spital sind. Ja, wenn sie im Spital sind. Ja. Aber es ist wirklich eine Studie. Je mehr die Leute werden, desto mehr beobachtet man eben Muskelschwund. Eiweißmangelernährung, richtig. Richtig. Also bei den alten Leuten, heute auch, die daheim sind, man muss schauen, dass sie eigentlich angefuttert werden. Man muss ihnen probieren, die Drinks zu nehmen, also, und die auffüttern. Weil sie haben, das Problem beim alten Menschen ist, er hat natürlich kein Durstgefühl mehr und er hat auch das gleiche Hungergefühl. Aber schlimmer ist das Durstgefühl. Und die trinken auch zu wenig. Und dann kommt es eben zu diesen Stürzen. Sie sind dann trümmelig, sie stürzen, sie haben keine Kraft mehr, sie können sich nicht mehr abstützen, weil sie einfach Kraft nicht haben, wegen dem altersbedingten Muskelschwund. Aber in den Spitälern ist tatsächlich, das ist nicht nur eine Studie, es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass der Ernährungszustand von der schweizerischen Akutsomatik in der Akutsomatik schlecht ist. Wie sieht es das aus im Zusammenhang mit der Modeernährung, so vegan zum Beispiel? Ja, nein, also da bin ich jetzt nicht kompetent darüber zu urteilen. Also da, ich bin vielleicht nicht Ernährungsberater, aber da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Selbst als Präventivmediziner kann ich nichts sagen. Ich finde es einfach wahnsinnig, also ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, aber ich finde es einfach mühsam, wenn man mit einem Veganer in ein gutes Restaurant geht essen und man einfach nichts findet. Und das sind dann unendlich lange Diskussionen dann zwischen Kellner und dem Gast. Und am Schluss muss der dann irgendwie drei Stück Gemüse halt einfach in die Pfanne schnell schlagen. Und ja, nicht mit Anke, sondern mit etwas anderem. Und ja, das ist schwierig. Ja. Reis oder Maniok, hat das einen Einfluss? Also die Frage war wegen der Getreide und der Getreidesorte. Getreide. Aber es gibt Länder, wo das Reis ist, oder Afrika, Maroc. Ja. Hat das irgendwie auch ja, es ist ein weites Feld. Aber es ist tatsächlich so, dass in den Ländern, wo man einfach den klassischen Weizen braucht, also der raffinierte, heutige, das moderne Mehl, das man heute verwendet, dass dort halt das sehr stark insulinogen wirkt. Das heisst im Prinzip, die Insulinreaktion aufs Mehl ist fast wie wenn Sie würden Zucker nehmen. Und das hat aber damit zu tun, dass der heutige Weizen, wenn er angebaut wird, ist sogenannt polyploid, hat mehrere Chromosomensätze. Und ist absolut hochgezüchtet im Vergleich zum Uremmer, wo nur einige wenige Chromosomen hatte und Dinkel. Und das ist dann eben das Problem. Und dann kommt natürlich eben, kommen die Eiweiße noch dazu, wo viele Leute dann zunehmend Allergien haben. Gluten, also Gluten und Gliadin, dass sie dann die Sprühe entwickeln oder Zöliakie. Und das ist also auf dem Vormarsch. Wenn man
Aber was das Schlimmste ist, ist der Weizen ist eben der metabolische Effekt vom Weizen. Beim Reis ist es sehr viel weniger. Härtöpfel ist es auch etwas weniger, weil das wird direkt in Stärke umgewandelt. Aber der Weizen. Aber nochmal, ich glaube auch da gibt es wahrscheinlich eine Normalverteilung. Da gibt es Leute, die reagieren, gewisse, die nicht reagieren. Gewisse Völker können mit gewissen Nahrungsmitteln halt auch anders umgehen. Aufgrund von der Phylogenie, also von Jahrhunderte und Jahrtausende Entwicklung. Mich würde noch interessieren, wie sehen Sie denn eine mögliche Zusammenarbeit zwischen einer Assekuranz und der Lebensmittelindustrie? Also ich glaube, das Erste ist wirklich zu überlegen, wo hat die Lebensmittelindustrie Produkte, wo ein klarer Nutzen belegt ist. Also ich habe jetzt vielleicht das Wort Nutzen zu wenig ins Mund genommen. Ich bin auf der Stufe Claim gesehen, wo viel, viel höher angehängt ist. Weil Nutzen kann jeder mal sagen, ich fühle mich happy, wenn ich jetzt ein Joghurt esse und so. Aber tatsächlich auf den Claim. Und ich könnte mir vorstellen, dass man müsste dann wirklich ein gewisse Nahrungsmittel fast Arzneimittel gleichsetzen. Das ist eine sehr gewogte Aussage, die ich hier treffe. Aber ich überhaupt in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das zwingend in die Richtung gehen. Weil an und für sich kann man ja feststellen, dass die ganzen probiotischen oder abiotischen, ja, die sind abnehmend. Also Lebensmittel mit einem Zusatznutzen. Also ich kenne jetzt zufällig die Firma Crea Nutrition und die haben seit 10 Jahren versucht, die wirklich ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und klar, das mit dem Vega-Glucan-Claim ist genial. Aber Massentäfel, das ist alles Nische. Wir reden doch wirklich von den Nischen. Der Konsument ist nicht bereit, etwas zu essen, was er nicht versteht. Richtig, also der Konsument muss man daran anführen und vielleicht ist es ja gut, dass es eine Nische ist, weil als Medikament habe ich natürlich lieber eine Nische. Wenn ich es dann schon zahle als Assekuranz, würde ich lieber eine Nische zahlen. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, also der qualifiziert, hat jetzt wirklich Risikofaktoren und dem kann man etwas Gutes tun, also zitieren Sie mich nicht. Also, Ich sollte einen Disclaimer noch bringen, was ich jetzt so sage. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht solche Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich zum Paket gehören und dass man das kann zahlen kann. Also warum sollte ich nicht so ein Crispy Heart zahlen, aber gleichwohl den Bauchtanzkurs oder das Fitnessstudio? Ich meine, das zahlen wir auch. Im VVG. Da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil. Ich glaube, dass gewisse Nahrungsmittel durchaus einen besseren Effekt haben auf die Gesundheit, als einfach jetzt mit der Gießkanne sagen, da gebe ich 200 Franken im Jahr aus oder mehr 300 Franken im Jahr aus für ein Fitnessstudio-Abo. Ja, ja. Sind Sie die verstanden? Ja? Oder? Ja. Man weiß ja offenbar sehr viel, es ist vieles bekannt, aber wir als Konsumenten wissen wenig. Jetzt, Sie haben angedeutet, dass von der Versicherung, jetzt der Helsaner speziell, denke ich, könnte sein, das bei uns Konsumenten bekannt zu machen, wie man sich vernünftig ernährt, vernünftig lebt etc. Aber man stoßt auf Widerstand bei den potenziellen Kunden und in der Politik. Wäre es denn nicht ein Ansatz, dass die Versicherungswirtschaft insgesamt das, was unbestritten bekannt und zu Recht erklärt hat, jetzt im übertragenen Sinn, dass die Versicherungswirtschaft insgesamt da in der Volkserziehung, wenn ich den Begriff der Kunde, aktiver wird? Ja, in Theorie ja. In Theorie ja. Aber die Schweizer Bevölkerung hat eine absolute Abneigung gegen die Bevormundung. Which is good. Was ich ja eigentlich noch gut finde. Aber wir sehen es ja übrigens Ende Monat bei der Abstimmung, ob das denn auch so ist. Aber es ist tatsächlich so. Und darum gehen die Elemente sehr, sehr schwer zum Umsetzen, wenn man das auf eine Gesamtstufe macht. Aber nochmal, wir als Versicherer können im VVG-Bereich können wir so kreativ sein, wie wir wollen. Dort stellt sich die Frage, ob wir dort nicht alle vielleicht gemeinsam am Strang ziehen und sagen, also gerade bei so Themen, wenn wir eine Leistung haben, wo wir das Gefühl haben, das ist wissenschaftlich belegt, dann können wir es im VVG qua VVG aufnehmen. OKP natürlich nicht. Dann geht es wieder, dann sind alle wieder am Tisch. Okay, Frau Behn. Ich habe eine Frage an Sie. Ich fand das sehr interessant, alles nicht so sehr stark auf die Ernährung bezogen. Ich fand es sehr interessant, den fließenden Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit. Und meine Frage an Sie, was ist denn Ihre persönliche Definition von Gesundheit?
Das ist, nein, also ich glaube, dass die WHO-Definition, also die ist ja sehr breit, also physische, psychische, ich glaube, soziale Gesundheit, ich glaube, dass die WHO-Definition durchaus tauglich ist. Aber mir geht es jetzt mehr darum, ab wann fängt Krankheit an? Also ist bereits eine genetische Disposition, wo ich weiss, dass ich etwas noch machen kann, qualifiziert das nicht bereits schon als Krankheit? Also früher haben wir einfach das Risikofaktor gesagt. Jemand hat einen Risikofaktor, aber heute ist es eigentlich schon mehr. Es ist Krankheit, die anfängt, aber wir haben es noch nicht sichtbar. Wobei Soziologen sagen immer, Lebensqualität ist per se auch ein schwieriger Begriff zum Quantifizieren. Wow, und das ist sehr individuell. Robi? Ja, ich stelle eigentlich noch einen Widerspruch fest, oder? VVG, also der Zusatzsicherungsbereich, da tun wir unten abdecken, gerade in dem Bereich. Oder sagen wir Fitnesscenter, wir unterstützen, die Frage bezahlt und so weiter. Und im Prinzip sind ja die Zusatzversicherten in der Regel, jetzt muss man so sagen, sensitiver auf Gesundheit und machen mehr für Gesundheit und so weiter. Und eigentlich im obligatorischen Bereich, das eigentlich nötige wäre, wir machen weniger. Wie kann man den Konflikt lösen? Ich meine, wir müssen Pflege lösen, wir müssen eigentlich mal zusätzlich noch also eben, ich meine, du sagst richtig, das Gesetz ändern, oder? Weil Definition von der OKP im allgemeinen Teil von der Sozialversicherung ist ja falsch definiert. Also wenn man das rausnehmen, eine neue Definition von Krankheit definiert, dann kann der Versicherer auch qua OKP dann auch mehr leisten. Klar, die Frage ist, können wir es uns leisten? Also ich meine, das kommt dann nicht dazu. Aber man kann dann mehr machen. Aber heute ist einfach Prävention per se grundsätzlich mit einigen wenigen Ausnahmen im KVV nicht erlaubt. Und Sozialgericht, also oder, das Sozialgericht halten sich auch an dieser Definition, oder? Aber dann ist auch, ja, und aber das hat man ja gesehen. Ich meine, das Schlimmste ist, wenn das Bundesgericht muss entscheiden, ob etwas Krankheit ist oder nicht. Ich meine, siehe mit der Frage Rauchentwöhnung. Bei der Rauchentwöhnung hat man das Ganze, wenn man sich nicht einig ist, hat man das Bundesgericht entscheiden lassen. Das ist gesehen wegen der Leistungspflicht vom Tablettli, vom Zyban, wo die Leute genommen haben, um helfen, von der Zigarette loszukommen. Weil die Frage ist jetzt Rauchen oder Nikotindependenz, ist das eine Krankheit oder nicht? Ja, eben in der Schweiz macht man es halt so, man kann sich nicht selber entscheiden auf der wissenschaftlichen Ebene, dann fragt man das Bundesgericht an. Das Bundesgericht hat dann eigentlich auch nicht entschieden, hat gesagt, ja, das muss dann doch das BAG entscheiden. Also hat es dann wieder irgendwie ins BAG gegeben. Aber bis heute ist noch nicht ganz klar über den Krankheitswert der Nikotinabhängigkeit. Und ich finde, wir sollten es untereinander lösen. Also auf der okay, letzte Frage. Zwei hätte ich. Noch vier Fragen. Uli? Nach dem obersten Chef vom grössten Krankenversicherung habe ich zum Abschluss einen Werbespruch erwartet. Oh! Jetzt schäle ich gerade auf Sie. Also, ich bin von meinem Kommunikationschef eingebläut worden, du hast nichts zu sagen, weil es kann nur gegen dich verwendet werden. Also das ist eine von den Abstimmungen, die wir einfach im Prinzip nicht sagen dürfen. Weil das heisst, sonst tue ich mein eigenes Fodi schützen. Oder? Also insofern, so gerne ich es gemacht hätte, aber ich bin jetzt hier indoktriniert und geschult worden auf das. Aber es war noch eine letzte Frage. Ja. Die gleiche Frage, ja. Also ich habe nicht einmal, Entschuldigung, ich habe meinen Kommunikationschef gesagt, darf ich noch ein Townhall-Meeting machen, also am Freitagnachmittag oder am Freitagvormittag vor der Abstimmung, darf ich alle zusammen trommeln und ihnen einfach ans Herz legen? Dann sagt er, nein, das nicht machen, das sollst du nicht machen. Wir haben uns auch im Krankenkassenverband haben wir uns auch geeinigt, dass wir das nicht machen, weil irgendwo am Schluss zieht man dann doch den Zweiten. Ja. Das sollte man also mal mit oder die sollten können denen hinsagen, das und das ist gesund und das ist und tut auch entsprechend kochen. Und das ist mal ein sehr Problem. Danach können sie krippen. Und dort haben sie dann einfach auch wieder krippen. Ich weiss nicht, wie es viele ist, aber wahrscheinlich auch nicht
dem Gesundheitsstandard entsprechen. Aber was das finde ich, wäre mal eine ganz wichtige Sache, dass dort in den Schulen was. Ja. Absolut, ja, ja. Also das geht alles in die Gesundheitskompetenz hinein. Die Leute müssen heute eigentlich viel mehr darüber verstehen, was sie zum Teil leider nicht machen. Und es fällt eben in den Schulen eigentlich auch an, dass es das nicht gibt. Aber vielleicht auch noch schnell ein letzter Kommentar, auch wegen dem amerikanischen Problem. Das Problem ist einfach halt so, dass die hochwertige Nahrung ist einfach teurer als die niederwertigen Kalorien. Und das ist einfach so. 12 Donuts in Amerika sind halt immer noch billiger als 3 oder 4 Bananen. Und dann tut halt das Portemonnaie entscheiden. Und das muss man einfach immer wieder abwägen. Also die gute Nahrung ist halt eben auch teurer, leider. Okay. Gut, besten Dank. Thomas. Prima.